Ich muss mich entschuldigen. Ich war mal wieder absoluter Tonmeister. Meine Tonspur ist irgendwie viel zu laut und die von Ihrem Video ist viel zu leise. Aber ich hoffe, dass ihr das Video trotzdem genießen könnt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal. Und direkt am Anfang des Videos habe ich schon eine Frage an dich. Und zwar, hast du als Kind ans Christkind, an den Nikolaus, Schrägstrich Weihnachtsmann oder Osterhasen geglaubt? Und wenn ja, erweckt das heute in dir noch positive Gefühle, wenn du dich daran zurückerinnerst? Würde mich einfach interessieren, das könnt ihr auch sehr, sehr gerne ausführlich beantworten. Ich freue mich schon auf die Kommentare morgen früh bei der ersten Tasse Kaffee. Ich habe noch eine weitere Bitte an euch. Wenn euch Content interessiert, der darum geht, um Kinder zu haben, vielleicht auch Stückwerk so wenig Selbsterfahrung und, dann bitte geht unten in die Videobeschreibung und schaut euch zuerst das Originalvideo an. Im besten Falle abonniert ihr auch noch den Kanal. Es wäre mega Premium, wenn wir sie hier ein wenig unterstützen könnten. Der Kanal ist nämlich noch recht klein und vielleicht kriegen wir das geändert. Also, die Frage des Videos, die sich hier stellt, ist es traumatisierend für Kinder, wenn sie die Wahrheit erfahren? Und da werde ich mit Sicherheit auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, so ein bisschen über meine Geschichte reden. Ich habe nämlich, das muss ich dazu sagen, und für viele ist es irgendwie peinlich, für mich aber nicht, ich habe sehr, sehr lange ans Christkind, an den Nikolaus und an den Osterhasen geglaubt. Und wie ich dann irgendwann erfahren habe, dass das nicht so ist, das war kein schöner Moment. Und da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr lebendig dran, wie das passiert ist. Reden wir gleich ein bisschen drüber. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Die Adventszeit hat begonnen und damit die magische und wundervolle und zauberhafte Weihnachtszeit. Das ist, finde ich, vor allem mit Kindern eine noch besonderere Zeit als sonst, weil eben Kinder in ihrer Welt voller Magie und Wunder leben und wir das damals sehr gut aufgreifen können. In dieser Zeit kommen natürlich auch immer wieder Debatten auf, ob es in Ordnung ist, den Kindern solche Lügen wie das Christkind, Nikolaus, Weihnachtsmann oder eben später den Osterhasen zu erzählen. Finde ich vollkommen. Also, wenn ich das jetzt aufwiege, die ganzen schönen Gefühle, die darum entstanden sind, an das zu glauben, im Verhältnis zu dem, wie ich mich dann gefühlt habe, als ich erfahren habe, dass es nicht alles echt ist, ne? Da überwiegen auf jeden Fall die positiven Gefühle und die kann ich auch heute noch nachempfinden und sie sind prägend, positiv prägend, wenn man es richtig gemacht hat. Deswegen sage ich, ist noch nicht mal Anlügen, ich finde, das gehört irgendwie zur kindlichen Entwicklung dazu, an das Gute zu glauben auch irgendwie. Das gehört dazu. Ich will dazu heute meine Ansicht sagen und dabei drei Fragen klären. Zum einen, ist es eine Lüge, wenn wir den Kindern erzählen, dass Christkind oder der Weihnachtsmann kommt? Das zweite, sind die Kinder dann wirklich traumatisiert, wenn sie die Wahrheit erfahren? Und warum ist es eigentlich gut, wenn wir unseren Kindern so etwas gönnen? Also zum ersten Punkt, ist es eine Lüge, wenn wir den Kindern erzählen, dass der Nikolaus die Stiefel füllt und das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke unter den Baum legt? Ich würde eher sagen, dass es so eine Art Fantasiespiel ist. Ich meine, ich habe, um es mal so ein bisschen aufzupröseln, ne? Ich habe selber keine Kinder. Und ich will auch keine Kinder in diese Welt setzen. Und da sind wir uns auch beide d'accord, ich und meine Partnerin. Das ist gesetzt. Das wollen wir nicht. Man kann es jetzt egoistisch ausdrücken, dass man sein eigenes Leben höher hängt und da jetzt nicht noch jemand anderen mit reinpacken möchte. Was aber auch dazu kommt, ist halt einfach, dass es finanziell nicht möglich wäre. Das kommt noch dazu, ne, zu dieser egoistischen Sicht. Deswegen nein. Aber ich finde das Thema trotzdem interessant. Und ich finde es unglaublich schön zu sehen, dass viele Menschen sich mit diesem Thema immer mehr auseinandersetzen, im gesunden Rahmen. Und das ist auch unglaublich wichtig, dass der Austausch da stattfindet. Das ist eine schöne Sache. Ich sage ganz klar, nein. Wenn überhaupt, dann kannst du es als weiße Lüge bezeichnen. Ich sage, diese Erzählungen sind keine Lügen, sondern verbindende Erzählungen, Geschichten unserer Zeit, die das Herz erwärmen, die Zauber und Magie in den Alltag bringen und Kinderaugen zum Strahlen bringt. Außerdem knüpft das an das magische Denken von Kindern an. Kinder haben die meiste Zeit ihrer Kindheit ein magisches Denken. Das heißt, sie können Realität und Zauber und
echt und nicht echt nicht so gut unterscheiden. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Kind Angst vor dem Monster unter dem Bett hat, dann bringt es überhaupt nichts, wenn du deinem Kind sagst, es gibt keine Monster. Da erinnere ich mich auch noch liebevoll dran, ja. Ich wusste nicht, dass man das so nennt. Ich bin auch in der Erziehung von Kindern nicht so, ja, belaufen wie jetzt halt eben in der Erwachsenenbildung. Da habe ich einen pädagogischen Grad erworben, aber dieses magische Denken habe ich schon 2-3 Mal gehört. Und interessant, dass es auch so bewiesen ist, dass Kinder hier eher abstrakt und fantastisch denken. Natürlich, in der Realität kennt man das, wenn Kinder reden und erzählen, dass da auch viel Fantasie mitschwingt. Aber es ist ja gut, wenn das da anknüpft. Ich kann vielleicht sagen, nee, es gibt ja gar keine Monster, aber so vom Gefühl her wird es immer denken, ah, aber wenn doch. Und in seiner Auffassung, in seiner Wahrnehmung existiert dieses Monster wirklich. Deswegen bringt es in so einem Fall zum Beispiel viel mehr, wenn man sagt, okay, wir haben aber magische Schutzzauber ums Haus gemacht oder wir haben ein Anti-Monster-Spray, das können wir versprühen oder... Gut, das wiederum, ich versuche das, bitte lasst euch davon nicht ärgern, ne? Aber ich finde sowas mega interessant, alles, was in die Richtung Pädagogik geht. Und das kann ich gerade so ein bisschen gedanklich verbinden im Umgang mit Menschen, die mit Demenz halt eben an Demenz erkrankt sind. Da sagt man heutzutage auch eher, dass man mit der Person mitarbeiten soll. Beispielsweise, wenn man hört, also die Person im Zimmer, wir sind jetzt gedanklich im Altersheim, ne? Eine Person im Zimmer schreit und hat Angst und sagt, da steht jemand am Fenster, sie ist felsenfest davon überzeugt, dann soll man eher ein Stück weit mitgehen, aber direkt eine adäquate Lösung mitbringen. Das heißt dann, ja, Frau Müller, sagen wir jetzt mal Frau Müller, ist kein Problem, ich weiß, ich kenne das Problem, wir lassen jetzt mal die Jalousie runter, dann kommt er da nicht rein. Das kann die Leute dann halt eben wieder entspannen, sie fühlen sich gehört, weil auch da würde ich es jetzt nicht magisches Denken nennen, sondern halt wirklich die Realitätsverschiebung, ne? Aber diese Menschen empfinden das wirklich so, das ist gesetzt. Und du kannst sie damit abholen, indem du mit ihrem Medium arbeitest. Natürlich vernünftig und vor allem auch mit dem nötigen Respekt. Weil das ist so eine Sache, die mir öfters mal so vorkommt, vor allem auf TikTok, auf Pflege-TikTok, auf dem ich auch mal eine Zeit lang unterwegs war, dass viele sich dann da aktiv drüber lustig machen, teilweise auch im Beisein von den betroffenen Menschen. Und das geht halt gar nicht. Ja. Darfst bei mir schlafen, wie auch immer, bringt überhaupt nichts, dem Kind diese Fantasie, diese Angst wegzurationalisieren, weil das Kind nicht dazu in der Lage ist, so vernünftig zu denken. Selbst bei uns ist es das Gleiche, denn wenn wir einen richtig krassen Horrorfilm anschauen, dann kriegen wir auch Angst. Oder einen sehr spannenden Film, dann nagen wir auch in den Fingernägeln und fiebern mit. Oder wenn der Film wirklich sehr traurig ist, dann weinen wir wie ein Schlosshund. Selbst wir können diese Emotionen oder diese Fantasie nicht wirklich abkoppeln. Geht bestimmt dem einen oder anderen auch so, ihr schaut einen richtig krassen Psycho-Horrorfilm und müsst dann in der Dunkelheit aufs Klo gehen, dann wird euch vielleicht auch mulmig in der Nacht. Ihr könnt euch noch vernünftig irgendwie was reinreden, aber bei Kindern geht das gar nicht. Genauso ist es mit Christkind, Weihnachtsmann, Nikolaus. Du kannst dem Kind diese Vorstellung nehmen, aber ich finde, das ist sehr schade, weil wir damit das Kind aus seiner kindlichen, magischen Welt reißen und ihnen zumuten, wie ein Erwachsener zu denken und zu leben. Und ich finde auch, manche, die sagen so, ja, aber das ist eine Lüge und ich lüge mein Kind nicht an. Deswegen, das klingt für mich immer ein bisschen verbittert und auch traurig und auch ein bisschen doppelmoralisch, ehrlich gesagt, weil wir unsere Kinder sowieso anlügen. Wir lügen andere Leute an. Und ohne gewisse Lügen würde unser Zusammenleben überhaupt nicht funktionieren. Stell dir vor, du kommst in der Früh in die Welt. Das ist richtig. Wie geht's dir? Gut. Das ist die beste Lüge überhaupt. Und die wird von sehr, sehr vielen Menschen angewendet. Obwohl man sich da jetzt streiten kann, ob das wirklich eine gute Lüge ist. Willst du sagen, bis zu einem gewissen Maße schon. Aber nicht in dem wir es ausleben. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe wirklich gesagt, wie es mir geht. Und das kommt einfach nicht gut an. Das kommt in unserer Welt nicht gut an, wenn man da zum Störfaktor wird, weil etwas nicht stimmt. Wir sind ja sehr auf Funktionalität getrimmt in unserer Erwachsenenwelt. Aber ja, ist, wie gesagt, ich würde nicht dazu Lüge sagen, sondern Fantasiespiel. Aber ich kann es auf jeden Fall nachempfinden, dass man die Kinder darin belassen sollte. Und ich weiß nicht, Stück weit, wenn man sich dagegen entscheidet und es bei sehr, sehr jungen Kindern dann auflöst,
könnte man eventuell da rein interpretieren, dass es bei einem selbst dann auch mal gemacht worden ist. Und Erwachsene neigen oftmals dazu, in ihrem Erwachsenenleben die Traumata aus ihrer Kindheit als positive Empfindungen zu werten. Weil du rationalisierst irgendwann vieles weg, was negativ war, solange es nicht zu einem tiefgehenden Trauma gekommen ist. Und dass man dann sagt, so, das war bei mir früher auch so, du bist jetzt, keine Ahnung, 8, 9 Jahre alt, jetzt ist es vorbei. Oder noch jünger, keine Ahnung. Und die Bäckereifachverkäuferin fragt: Und wie geht's Ihnen heute so? Und dann fängst du an, 20 Minuten ihr ein Ohr abzukauen, wie scheiße gerade alles ist, dass du Stress mit deinem Chef hast, mit deinem Partner und überhaupt ist alles Kacke und du hast Depressionen. Sowas macht man nicht. Du sagst: Ja, alles in Ordnung. Mach das mal. Mach das mal und schaut, wie die Leute reagieren. Es wird ein paar geben, die euch trotzdem zuhören. Und das kann für euch im Nachhinein, können das sehr, sehr gute Anlaufstellen sein, wenn ihr wirklich mal tiefgehendere Probleme habt. Wir können nämlich das oftmals gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt wirklich cool zu uns, wer trägt auch eine gewisse Last mit uns mit und wer eben nicht. Zum Differenzieren ist das eine ganz gute Sache, wenn man dann ab und zu auch mal sagt, nee, heute geht's nicht. Und wenn du dann nur so ein hörst, weißt du Bescheid. Und wenn nachgefragt wird, kannst du da eher sortieren. Oder ja, passt. Ja, das ist eine Lüge, das bekommt dein Kind auch mit. Aber es ist halt einfach sozial angemessen. Es ist eine weiße Lüge. Trotzdem tun wir das. Wir erzählen auch unseren Kindern nicht immer die Wahrheit. Erzählst du deinem Kind, was genau du für erwachsene Probleme hast? Oder erzählst Aus dem Schnitt muss ich noch kurz einfügen, dass wir den Kindern immer möglichst altersangemessen schon die Wahrheit sagen sollten. Also wenn es uns schlecht geht, sollten wir nicht sagen, nein, nein, alles in Ordnung, alles gut, weil das würde die Kinder sehr verunsichern und verwirren und sie würden ja merken, dass es uns nicht gut geht. Ich meine damit, wir können sagen, hey, mir geht es gerade nicht so gut und so, aber du erzählst ja deinem Kind nicht jedes Detail, warum es dir jetzt so scheiße geht, ja? Was wichtig ist, glaube ich, dass man dem Kind vermittelt, dass es in Ordnung ist, wenn es einem nicht gut geht. Und so könnte man im besten Falle in einer wunderbaren Fantasiewelt auch irgendwann dieses soziale Thema abbauen von, wie geht's dir? Gut. Sondern dass die Menschen wirklich miteinander reden und nicht nur immer dieses Hackthema abhaken. Gut, ja gut, auch gut, okay, Arbeit läuft gut, ja gut, alles gut. Sondern in eine tiefe Kommunikation gehen. Das wäre, denke ich mal, ganz gut für uns. Also ehrlich bis zu einem bestimmten Punkt. Wir lügen unsere Kinder den ganzen Tag an, um sie zu schützen, ja? Und das wissen unsere Kinder auch, wenn wir zum Beispiel mit den Nachbarn reden und denen auch nicht die ganze Wahrheit über unser Leben sagen. Das heißt, wieso sollten wir denn genau bei so einer wundervollen Sache wie dem Christkind oder dem Weihnachtsmann, was Kinderaugen zum Strahlen und zum Leuchten bringt, wieso sollten wir da genau die Grenze ziehen, dass wir da komplett ehrlich sind. Das ist doch schade. Das ist doch wenigstens mal eine weiße Lüge, die den Kindern wirklich Freude bereitet. Manche sagen auch, das habe ich leider mal in meiner Kommentarspalte letztes Jahr gelesen, nein, die Kinder sollen gefälligst wissen, dass ich viel Geld für sie ausgegeben habe. Uiuiui. Wie gesagt, ich bin nicht besonders belesen in dem Thema Kindererziehung. Aber das mit dem Geld hat mich gerade irgendwie gedanklich so ein bisschen getriggert, weil es gibt ja auch diese Herangehensweise, Kinder zu kaufen, mit wenig wirklicher direkter Nähe zu arbeiten, Bindung aufzubauen, sondern so eine Art Abhängigkeit zu schaffen. Dass man den Kindern immer Präsente gibt, wenn, also nicht, wenn sie was gut gemacht haben, sondern einfach nur, wenn sie sich vielleicht ein bisschen distanziert haben oder so. Und dann gibst du ihnen was, dann freuen sie sich, du freust dich auch. Das werden mit Sicherheit auch viele erlebt haben in ihrer Kindheit. Und das kann wiederum dazu führen, da kommen wir dann wieder so in meine Spalte rein, in die Verhaltenssüchte, dass du später zur Konsumsucht neigst. Wenn du das in deiner Kindheit immer wieder vorgelebt bekommen hast. So, du hast was Gutes gemacht oder du bist gerade nicht so gut drauf oder, kauf was und es wird dir besser gehen. Und das geht dann in Fleisch und Blut über und du wirst dich irgendwann im Erwachsenenalter selber belohnen müssen, obwohl es schlussendlich nicht gut für deinen Geldbeutel ist. Das ist sehr, sehr interessant. Und da denke ich mir so, wow, das klingt für mich so ein bisschen egozentrisch. So, für mich ist es wichtig, dass die Kinder glücklich sind und sich freuen.
Und dann sollen die meinetwegen denken, dass die Geschenke nicht von mir kommen. Es geht mir ja, das Wichtigste für mich ist, dass sie sich freuen. Die freuen sich natürlich auch, wenn die Geschenke von mir kommen an ihrem Geburtstag oder so. Aber an Weihnachten ist es halt was ganz Besonderes. Das ist magisch. Und wenn es nur die Eltern unter den Baum legen, ist es halt nicht mehr so magisch. Und zweiten Punkt, sind Kinder traumatisiert, wenn sie die Wahrheit erfahren? Also ich finde, dieses Argument zieht wirklich überhaupt nicht, weil da könnte man genauso gut sagen, wir kaufen kein Haustier, weil das stirbt nach 3 bis 15 Jahren und dann ist das Kind traurig. Dann sollte man vielleicht auch gar keine Kinder kriegen, weil denen könnte auch was passieren. Vielleicht sollte man gar nicht erst leben, weil irgendwann ist das Leben vorbei. So, oder man sollte auch nicht in den Urlaub fahren, weil sonst ist ja der Urlaub irgendwann vorbei. Also so denken aber sehr, sehr viele Menschen tatsächlich. Auf sich bezogen eher. Ich weiß, ich habe das, um das vielleicht ein bisschen so überzuleiten, jetzt, wann war das, vor 2 oder 3 Wochen am Wochenende mal gehabt. Wir hatten schon so nachmittags, ne? Und ich wollte eigentlich noch was spielen. Hier so PlayStation-Gedöns. Und da habe ich so gedacht, boah, wir haben jetzt schon so spät, das lohnt doch gar nicht mehr. Da war das auch in mir gedanklich total verankert und das ist immer mal wieder bei mir so. Du willst eigentlich was Gutes tun und denkst, ach nee, hast jetzt keine Zeit mehr für, willst du jetzt nicht mehr, das lohnt doch gar nicht mehr. Dann setz dich lieber noch 4 Stunden hin an dein Handy und zieh dir irgendwelche anderen Medien rein. Und dafür hast du dann Zeit. Da muss man immer so ein bisschen auf sich selber achten. Also dieses Thema, negative Sichtweise und sich selber Sachen verhindern und dass das auch bei anderen Menschen anscheinend passiert, vor allem bei Kindern, ist für mich eine interessante Sache. Sollte man vermeiden. Also das ist so, nur weil es irgendwann vorbei ist, ganz darauf zu verzichten, klingt für mich nicht logisch und nicht schlüssig. Dass, wie gesagt, das ganze Leben besteht doch daraus, dass nichts immer ist, sondern es ist eine schöne Sache, die ist irgendwann vorbei und dann gibt es andere Sachen. Vor allem kann das Kind so lernen, mit Abschieden umzugehen. Wenn man diesen Glauben nicht mehr hat, dann verabschiedet man sich von einer Sache, die aber wunderschön war, einem viele Jahre viel Glück und Freude geschenkt hat. Deswegen finde ich, dieses Argument ist gar nicht haltbar. Mein Schlusswort dazu ist, schenken wir doch unseren Kindern diese Freude. Sie befinden sich sowieso im magischen Alter. Gönnen wir ihnen doch diesen Zauber, diese zauberhafte, wunderbare Vorstellung. Und wenn sie dann die Wahrheit erfahren und vielleicht traurig sind, dann trösten wir sie und helfen ihnen zu lernen, wie man mit solchen Enttäuschungen oder wie man mit so etwas, mit solchen Abschieden umgeht. Jetzt muss ich doch noch eine Sache aus dem Schnitt hinzufügen. Bitte benutzt Christkind, Weihnachtsmann und Nikolaus nicht als Druckmittel. Also so, ja, wenn ihr nicht... Noch das wurde häufig früher gemacht. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du nichts vom Christkind. Gibt es ja. Gibt es auch mit Sicherheit heute noch, dass diese Druckmittel eingesetzt werden. Und ich glaube, das knüpft dann auch wieder so ein bisschen in diese... Obwohl, nee. Lassen wir sie erstmal zu Ende reden, dann formuliere ich meinen Gedanken. Brav seid, dann kriegt es keine Geschenke, dann kommen die nicht, dann sind die traurig oder so, bisher auf gar keinen Fall. Und auch wenn der Nikolaus mit dem goldenen Buch kommt, würde ich jetzt auch keine Verfehlungen vom Kind reinschreiben. Denn das, was wir jetzt das ganze Jahr nicht geschafft haben, dem Nikolaus aufzubürden und dann diese wunderschöne Erfahrung schambesetzt zu machen für das Kind, finde ich nicht gerade sinnvoll. Das könnt ihr natürlich selbst entscheiden, aber das würde ich nicht empfehlen. Das ist noch interessanter wie mein Gedanke von gerade eben. Ich hatte als Kind extreme Angst vorm Nikolaus. So innerliche Angst. Weil bei uns wurden dann auch Sachen erzählt, die nicht so gut gelaufen sind. Und ich war als Kind schon immer so gepolt, selbst wenn ich nichts falsch gemacht habe, hatte ich Angst davor, dass ich vielleicht doch irgendwas falsch gemacht habe. Total strange, total merkwürdig. Das steckt auch heute noch in mir drin. Also wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ne? Und einige werden jetzt so sagen, ja, aber du musst die Kinder doch auch ein bisschen härter rannehmen. Du musst denen ja auch die Realität zeigen. Ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber diese Welt erschaffen wir uns selbst. Ich meine, heute in meinem, bald, dauert nicht mehr lang, irgendwann bin ich dann auch mal 30, ne? In meiner etwas erwachseneren Sicht, um jetzt nicht die Lebenserfahrung damit irgendwie, ne, zu verschmähen, da sehe ich so langsam, wie diese ganzen Systeme funktionieren und dass beispielsweise Ärger vom Chef ja auch nur Ärger von einem anderen Menschen ist und nicht von einer großen Gottheit, der man sich jetzt niederknien muss. Aber als Kind hatte ich diese Sichtweisen. Die Erwachsenen waren Götter,
andere Erwachsene waren noch größere Götter, weil wenn die jetzt ein Problem mit mir haben, dann kriege ich nochmal ein Problem mit denen und dann noch mit meinen Eltern und. Ja, und so hatte ich diese total merkwürdige Sicht und diese Angst in mir. Und so heute als Erwachsener versuche ich das abzubauen, indem ich darüber nachdenke, wie diese ganzen Muster miteinander funktionieren und welche unterschiedliche Kindheit in welchem unterschiedlichen Menschen steckt und ihn veranlasst, so zu handeln, wie er handelt. Und das ist ziemlich hilfreich. Also, ich habe nie gedacht, dass mich ein Video, was eigentlich sich um Kinder dreht, so zum Denken anregen kann. Das ist schön. Ist auf jeden Fall schöner wie Gottschalk und ganz, ganz viele böse Kommentare in der Kommentarspalte. Herrlich. Also, ich bin total dafür, gönnt es euren Kindern, solange wie es geht. Falls ihnen ein anderes Kind ihnen sagt, das gibt es gar nicht und so, dann könnt ihr mit euren Kindern so darüber reden, so, ja, was willst du denn glauben? Und wenn das Kind so wirklich, ich will dran glauben und voll traurig ist, so, ja, es kommt darauf an, dass du daran glaubst. Und wenn derjenige nicht mehr dran glaubt, dann kommt das Christkind der Weihnachten und kommt halt nur zu den Kindern, die dran glauben. Und lass dir doch da nicht reinreden. Und irgendwann ist das Kind vielleicht so weit, dass es wirklich sagt, nee, ich bin jetzt so weit, die Wahrheit quasi zu erfahren, dann begleitet euer Kind dabei. Aber das könnt ihr ganz feinfühlig begleiten, aber ich plädiere wirklich dafür, den Kindern diese Magie zu lassen. Vollkommen gutes Schlusswort. Ich habe es am Anfang so ein bisschen angeteasert, ne? Da muss ich auch mit der Sprache nach rausrücken. Ich habe, lass mich nicht lügen, erste oder zweite Klasse Grundschule habe ich halt eben noch an den Nikolaus, ans Osterhäschen und ans Christkind geglaubt. Und mir wurden diese drei Glaubenssäulen von einem Menschen in etwa in meiner Altersstufe weggenommen. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Diebstahl. Ich glaube, wir hatten so kurz vor Weihnachten oder sei es drum vielleicht auch kurz vor Nikolaus, so ganz genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß noch, wo wir standen. Wir standen vor der Aula, ne? So, und dann wurde halt eben so erzählt, dies und das passiert bald, ja, Nikolaus kommt, Christkind kommt und so. Es gab so eine kleine Gruppe von Leuten, die halt eben noch dran geglaubt haben und ich habe dazugehört und dann kam einer so dabei und so, was seid ihr denn für Babys? Glaubt ihr da immer noch dran? Bah, ey, kommt, ne, so auf diese Ebene. Er hat sich halt sehr, sehr erwachsen damit gefühlt, dass er schon Bescheid weiß. Zumindest so in der Sichtweise des Kindes. Und heute denke ich mir halt einfach nur, vielleicht war er selber frustriert, weil er es irgendwo anders erfahren hat und musste diese Frustration auf die anderen Kinder abwälzen, die darüber geredet haben, die da noch dran geglaubt haben. War auf jeden Fall ein prägender Moment. Und ich weiß auch, ich bin dann nachmittags dann zu meiner Mutter hin und habe dann gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Ist das denn so? Weil der und der hat das und das gesagt. Und dann wurde ich auch aufgeklärt und ab dem Moment habe ich es dann immer noch als schön erfahren, ne, dieses Ganze außenrum, die Zeit. Aber ich wusste halt, dass das nicht echt ist. Aber wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die ganzen Benefits, die ich da rausgezogen habe, daran zu glauben, im Gegensatz zu dem Moment, wo ich dann entrückt wurde von dieser Fantasie, na, das wiegt sich sehr weit auf. Das Positive überwiegt definitiv. Und hätte ich Kinder, und obwohl ich nicht gläubig bin, ich meine immerhin der Nikolaus, wenn wir vom Nikolaus und vom Christkind reden, die entspringen ja einer gewissen Glaubensrichtung, dann würde ich das trotz alledem so weiterführen, weil es in meiner Kindheit auch schön war. Gut, das war doch mal was. Ein komplett anderer Beitrag und ich weiß nicht, der harte Kern. Schön, dass ihr hier seid. Beim letzten Video waren es genau 21% harter Kern, also Leute, die sich das Video bis zum Ende hin angesehen haben. Es ist euch mitunter vielleicht aufgefallen, im Videohintergrund hängen Ochotafeln. Ich meine, sie hat sie jetzt mit Schrauben und einem Faden befestigt. Das war für uns jetzt auch anders, nochmal drüber nachzudenken, noch eine andere Wandmontage vorzubereiten bei der nächsten Version. Normalerweise sind die Löcher dafür gedacht, da kannst du dann Schrauben reinbohren, aber ist ja klar, ne? Es gibt halt auch Leute, die wollen jetzt nicht vier Schrauben in die Wand reinhämmern. Das muss nicht sein. Also bei der nächsten Version wird es eine Wandaufhängung geben, die, sagen wir es mal, nicht so viele Schrauben benötigt wie die jetzige, ne? Und was gibt es sonst noch Neues?
Um vielleicht da noch ein bisschen Hintergrund zu schaffen, wir hatten ihr die Tafeln kostenfrei zur Verfügung gestellt und sie hat dafür, wofür wir immer noch sehr, sehr dankbar sind, hat auf TikTok und auf Instagram Werbung dafür gemacht. Und jetzt hängen sie bei ihr im Videohintergrund und das ist natürlich auch weiterhin eine indirekte Werbung. Ja, so viel dazu. Was ich noch sagen wollte, ich habe die zwar jetzt nicht hier bei mir, aber die, vielleicht habt ihr es bei mir auf Instagram schon gesehen, die Sticky Bees, das sind ja so kleine Hexagone. Da sind wir jetzt auch komplett an der Entwicklung dran, sind mit Korkbezug obendrauf und alles super, alles toll. Das einzige Problem, vor dem wir jetzt gerade wieder stehen, ist, der Kork löst sich vom Holz ab. Und ich habe gedacht, das Holz ist ja nur gebeizt, ne? Das ist ja nicht wie lackiert und so, aber nee. Wir hatten dann ein paar an meinen Schreibtisch aufgehangen. Ich gucke da Holz so hin und denke mir so, da ist eine Ecke. Die Ecke steht hoch. Und da sind noch mehr Ecken. Und da müssen wir jetzt noch dran arbeiten. Ich hatte jetzt die Idee, dass wir mit einem Bügeleisen nochmal über die Plättchen drüber gehen, dass der Kleber dann so ein bisschen flüssig wird und besser hält und so. Pipapo, und hast du nicht gesehen. Werde ich aber die Tage dann nochmal drüber reden. Tja, und jetzt interessiert mich eigentlich nur noch deine Sichtweise. Sollen wir öfters oder ab und zu mal auf so alternativen Content reagieren? Ich würde sagen, ja, weil das war echt tiefenentspannt. Ich meine, ich kann jetzt mit voller Entspannung hier ein Like geben und ich abonniere auch ihren Kanal mal hier über meinen böses Omen-Kanal. Und gleich werde ich dann auch in aller Ruhe eine Dusche nehmen, schön entspannt. Dann mache ich mir noch was zu essen. Dann werde ich heute noch eine Kleinigkeit vielleicht spielen an der Konsole. Ich habe jetzt auch Resident Evil Revelations 2 durchgespielt. Obwohl viele gesagt haben, das wäre nicht so töfte. Das ist zumindest, was du so im Internet liest, sei es nicht so töfte, fand ich die Erfahrung trotz alledem nicht schlecht. Für ein Spiel, was auf der Switch läuft, ne? Na gut. Mach du jetzt noch das Beste aus deinem Tag. Ess Haferflocken und sei nett zueinander. Ess Haferflocken und seid nett zueinander.